Da ist man mal 2 Tage lang nicht in R4. Und was passiert? Hier laufen wie verrückt die Amure. Sollen sie zumindest. Und wir gucken uns das mal an. Also, Routen stehen schon bereit. Setup ist schon grob zusammengebaut. Das heißt natürlich hier schön mit der Fortuna Card, mit der fetten Rolle drauf. Die ganze Rolle hier mittlerweile schon und das ganze Set schon ein bisschen reduziert, weil meine Blanks schon so durch sind. Das heißt, ich bin nur noch mit 32 Kilo unterwegs, nicht mehr mit 36 Kilo. Und hier das Ganze auf der klassischen Haarmontage. Kann man sich ja auch hinstellen, wenn man noch nicht so ein dickes, fettes Setup hat. Klar. Ist das lohnenswert? Schwierig, denn Amure ballern eben auch richtig, richtig fett rein. Also, ab Fiederrouten, ich sag mal so um 15 Kilo, also wenn man so mit ungefähr 15 Kilo unterwegs ist hier, auch von der Bremse vielleicht, dann ist das vielleicht noch okay. Aber vorher schwierig, 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 schwierig das Ganze, denn die machen einem das Setup einfach madig, komplett kaputt. So, ich habe jetzt hier gerade schon gesucht. Es ist nicht Pellet, es ist Banane und Sahne. Das sind die Boilies. Das heißt, wir fangen mal an hier mit der Banane. Süße Banane 20. Und dann haben wir hier die Sahne. Und zwar Soluble. Hier ist sie. Beziehungsweise hier auch nochmal in 16er, wenn man da vielleicht ein bisschen mehr Frequenz haben will. Ich nehme hier die etwas dickeren. Und dann kommt das Ganze hier mit dem Bananenpunsch. Und dann habe ich hier auch schon die Futtermische nachgebastelt. Das Ganze ist auch schon seit ein paar Tagen im Discord drin. Und zwar hat hier der Chris MD schon ordentlich rausgezogen und Willi Wobbler, die haben ja auch schon rausgezogen. Also alle beide hier an der Stelle schon mächtig Trophies gefangen. Weiße Amur Trophies. Die große Frage ist natürlich, jetzt gehen hier auch mal die schwarzen Amure rein. Das wäre natürlich jetzt auch noch wünschenswert. Ich glaube, gerade schwarzen Amur, der wird halt richtig viel gesucht. So, wir sind jetzt hier schon in den Abendstunden. Das heißt, ich muss mich ein bisschen sputen, baue das jetzt mal eben schnell zusammen und dann raus damit. So, alle 3 Routen sind zusammengebaut. Das Ganze jetzt hier schön auf 17 Meter geklippt und wir werfen das einfach locker flockig da vorne so hinaus. Zack, reicht schon, jawohl. Bremse lassen wir mal auf einer entspannten 20 erstmal. Und dann gucken wir, wie das weitergeht. Auch hier jetzt den Clip schnell noch eingestellt. 17 Meter, also ein bisschen mehr. Ja, jawohl. Zack, das lassen wir auch so. Und das dritte Setup, da sind wir ja nochmal einen Meter ran. Aber trotzdem gehen wir auf 17 Meter. Alles so zwischen 15 und 17 Meter geht, glaube ich, hier an der Stelle immer ganz gut. So, schön mittig rein. Das ist jetzt schon eher im freien Wasser wieder drin. Perfekt. Also, dreimal Futtermische drin. Dreimal das Ganze jetzt hier mit recht großen Haken. Wäre es jetzt hier speziell fürs Karpfen oder ist es jetzt, soll es jetzt hier ein Karpfenangeln sein? Nee, es ist halt tatsächlich ein Amurangeln. Bedeutet also tatsächlich die deutlich größeren Haken verwenden mit 1-0er, 2-0er durchaus. Das passt beim Amur vielleicht noch mit dem großen Fressmaul. So für die normalen Karpfen reicht dann auch ein 1er oder mal ein 4er Haken. Da muss man nicht so ganz riesig groß reingehen. So, das Ganze jetzt natürlich jetzt abwarten und erstmal gucken und testen. Ich bin super gespannt, was hier geht. Die Futtermische muss natürlich auch erstmal noch ein bisschen wirken. Wir können in der Zwischenzeit einfach mal reingucken in die Futtermische. So ist sie zusammengebaut. Das ist die Futtermische vom Willi Wobbler. Die hat er so gepostet hier mit Hanfsamen als Basis, mit süße Sahne Feed Pellets, Bananen Feed Pellets. Und Sahnenaroma. Jetzt habe ich hier auch dann beim Zusammenbauen zweierlei Variationen. Also das hier zweimal ganz klassisch. Heißt also mit Boilies, sinkenden Boilies. Wir sind ja hier auf der klassischen Haarmontage. Also sinkende Boilies 20, sinkende Boilies und auflösende Soluble Boilies 20 mit der Sahne, Bananenpunsch. Und hier beim zweiten ist es dann nicht der Bananenpunsch, sondern die Sahne. Das ist jetzt hier einmal drin mit der Sahne und zweimal mit der Banane. So, jetzt mal ein bisschen zubbeln und ich glaube, ich werfe hier den
noch zweimal aus. Dann haben wir zumindest den Spot hier für diese Uhrzeit jetzt nochmal richtig schön aktiviert. Beziehungsweise den werfen wir nochmal aus. Und den ersten, der war so locker flockig, der kann nochmal ein bisschen weiter. Der erste muss nochmal ein bisschen weiter raus. So. Sehr gut. Ja, wettertechnisch bei den Amuren, das muss man tatsächlich immer so ein bisschen testen. Es gibt Situationen, wenn das Wetter sehr warm ist, dass die relativ ufernah unterwegs sind. Es gibt aber auch dann eher, also mal gute Frequenz und gute Amur-Spots, wenn die dann bei Regenwetter sich vielleicht eher dann so ein bisschen im mittleren Wasser aufhalten. Oder mehr auch dann hier im grünen Bereich. Also das variiert tatsächlich mal von, ja, nach Lust und Laune der Fische. Da muss man tatsächlich einfach ein bisschen ausprobieren, testen. Deswegen bin ich auch hier jetzt super gespannt, wie das bei diesem, ich sag mal, relativ guten Wetter. Es ist jetzt nicht so super viel Sonne, sondern eigentlich eher bewölkt. Jetzt haben wir gerade so ein bisschen Sonne, aber auch recht warm noch, ne, mit 18 Grad. Gucken wir mal, was hier noch so passiert. Und es geht los. Ja, das ist ja nett. Und direkt beide nacheinander, so soll das sein. Ah, und jetzt alle drei sogar. Na, das ist doch wild. So. Perfekt, hier ist der erste dran. Ja, an der Sahne. Da geht der erste rein mit dem Sahne-Dip. Gar nicht mal so groß, aber schon angenehm. Erster weißer Amur ist schon mal drin. Zack, der nächste. Jawohl. So. Jetzt auch ein bisschen im Blick behalten, wie viel Futtermische haben wir hier drin. Das ist jetzt 5-mal, 6-mal ausgeworfen. Wir haben das mittlere Futterpaket. Das heißt, hier sind jetzt quasi schon 12 Pakete oder 12 Bällchen. Ich mach mal 12, 13, 14, 16. Ich glaube, die beiden, die werfen wir jetzt noch rein. Und danach nehme ich das PVA erstmal wieder ab, dass wir hier den Spot nicht überfüttern. So. Und dann wird erst, ich denke mal auch wieder so gegen 4 Uhr morgens, werfe ich nochmal 2-mal mit Futtermische rein. Und dann reicht es aber auch. Ja, die große Frage ist hier natürlich jetzt, ist es die Kombination, die es so ausmacht mit Banane und mit Sahne? Oder ist es eine von den beiden Komponenten? Das kann man natürlich jetzt ganz gut testen. Entweder mehr Sahne reinmachen oder mehr Banane oder nur Sahne. Also hier kann man ja viel rumprobieren. Die Stelle lief ja vor Monaten auch schon mal sehr gut mit nur Banane. Und Sahne ist natürlich auch ein absoluter Klassiker. Die ganze Stelle ist ja hier ein absoluter Topspot und absoluter Klassiker eben auch hier für die alte Festung, fürs Karpfen und Amurangeln. Ich weiß nicht, wie viele Videos es schon auf dem Kanal gibt, nur von dieser Stelle. Auch fürs Hechtangeln geht da immer mal wieder was. So, und hier geht's weiter. Und auf der nächsten Rute hat es auch schon wieder gezuppelt. Das heißt, hier laufen die Amure doch schon ganz gut rein. So, einen werfen wir jetzt nochmal aus. Ich werfe auch noch ein bisschen weiter. Einen werfen wir jetzt nochmal aus damit. Jawohl. Man sieht, das landet alles. So, das landet alles hier oben an dieser Kante. Ne? Also an dieser Kante, beziehungsweise hier zwischen oder in diesem Bereich, da landet das alles. Und ich glaube, das ist von der Area her ganz gut. Da sind wir schön mittig drin. Und ob man jetzt hier mit dem PVA steht oder einfach mit Futterbällchen, das heißt, wenn du hier stehst und du wirfst dann die Kugeln aus, einfach gucken, dass die quasi in dieser Area da vorne landen, da wo dieser kleine Tümpel ist, hier diese kleine Lücke hier, dass die dann da in der Area landen, die Futterbällchen, 2 Meter Radius, dann ist das doch komplett ausreichend, wenn man dann da so anfüttert. So, ja, jetzt wie gesagt, die Bällchen abnehmen. Das PVA abnehmen, dass wir hier den Spot nicht überfüttern. Aber so wie es gerade läuft, bin ich schon mega zufrieden. Das fängt doch schon gut an. Ja, die ersten 8 Minuten waren doch schon ganz gut. Mittlerweile ist es dunkel geworden, es ist 1 Uhr in der Nacht und es ist gerade ein bisschen Flaute. Aber im Großen und Ganzen bin ich schon ganz zufrieden hier. 8 Kilo schwarze Amur ist sogar auch schon mit dabei gewesen, also schon mal ein ganz gutes Zeichen dafür. Machen wir gerne weiter. Ich fütter jetzt aber nicht nach, wie gesagt, erst so gegen 4 Uhr kommt dann nochmal wieder ein bisschen Futtermische rein. Eine andere Möglichkeit, diese Futtermische nochmal nachzubauen, können wir auch hier gerne nochmal zusammen basteln, zusammen tüdeln. Dafür würde man hier jetzt geschredderte Boilies nehmen
Und zwar nehmen wir hier dann nochmal süße Sahne Soluble. Wir nehmen mal hier die günstigeren, die 16er. Die nehmen wir mit rein und machen jetzt mal eine Futtermische mit ganz großen Partikeln. Also einmal diese hier gemahlen. Süße Sahne und Banane kommt auch noch mit rein. Und da ist es dann nicht wirklich relevant. Also hier das Pop-Up, das hat keinen Mehrwert in der Futtermische. Das Soluble eher schon. Und dann nehmen wir einfach hier auch da die günstigen süße Sahne 10. Machen die auch nochmal eben klein. Das heißt, wir haben jetzt hier schon mal recht große Partikel zweimal. Und das Ganze kommt dann in die Trockenfuttermische. Und dann lassen wir auch hier jetzt natürlich die großen jeweils drin, also 10er und 12er lassen wir drin. Und dann kommen hier die kleinen, die kommen raus, einmal mit der Sahne und hier einmal mit der Banane. So, und dann könnte man tatsächlich das Hanf, das ist natürlich eine schöne Basis auch für das Angeln auf die Amuren, nehme ich auch immer wieder gerne. Man könnte das Ganze aber auch nochmal mit Mais kombinieren. Und ja, hier lassen wir die Sahne, glaube ich, drin. Das ist gar nicht verkehrt. Auch hier könnte man natürlich auf die Banane gehen. Aber ich denke mal, die Sahne ist da schon ganz gut. Die lassen wir jetzt da auch so drin, wie sie ist. Und machen das Ganze jetzt hier nochmal mit Banane. Und das Ganze ist die Banane Sahne groß AF. So, und dann haben wir hier die großen Partikel drin. Anfertigen. Und dann können wir natürlich wieder entscheiden, wenn das fertig ist, packen wir das ins PVA-Netz oder verwenden wir das in der Futterrakete. Da nimmt man natürlich dann die passende Futterrakete mit den großen Partikeln. Wenn ihr euch da noch unsicher seid, ich verlinke nochmal das Video zu den Futterraketen, welches man da nimmt. Ich nehme jetzt hier der Einfachheit halber einfach nochmal dieses PVA, das große, rein damit. Und dann haben wir hier das große, jawohl, anfertigen. Und dann kann man das auch nochmal testen jetzt hier für die großen oder mit großen Partikeln. Dann werfe ich das gleich um 4 Uhr morgens nochmal rein. Und dann gucken wir mal, ob jetzt die großen Partikel nochmal etwas größere Amure triggert. Ja, im Großen und Ganzen schon richtig gut. Es wurden schon richtig viele Trophys hier gefangen. Hauptsächlich aber, wie gesagt, die weißen Amure an der alten Festung. Tja, und so geht das nun mal, ne? Die frühen Morgenstunden und es rasselt direkt rein. Direkt in den dicken Drill hier. Ei, 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 ei. Der hat schon mal wieder richtig Bock. Ja, der hat ein bisschen Bock. Der hat ein bisschen Bock, ist nochmal gut abgezogen. Aber hatte dann doch letzten Endes nicht so wirklich die Chance, wenn man eben hier eine starke Bremse hat. Ja, auf einem kleineren Setup hätte ich erstmal hier schön rennen müssen. Ganz sicherlich. Gucken wir mal, was er macht. Das ist, glaube ich, ein weißer Amur, wenn ich das schon richtig gesehen habe. Ja, weißer Amur. Großer Kopf, das ist doch schon mal gut. Das lässt doch schon mal hoffen hier auf einen schönen Brocken. Ich muss sagen, den habe ich aber auch relativ hart gedrillt. Ich habe jederzeit mit einem Ausschlitzer schon gerechnet. Der wollte einfach richtig Gas geben und ich habe gesagt, nope, Bremse hoch, hart in den Drill. Ja, und dann gucken wir mal. Yep. Da ist er. Nächste Trophy. Richtig schön reingeballert. 29,3. Kann man doch mal machen, oder? Schönes Ding. Also, ab an den Spot. Wenn dir der weiße Amur noch fehlt, Petri, zieh raus den Brocken. Ich teste jetzt nochmal weiter und hoffe hier auf den schwarzen Amur. Wäre natürlich mega geil, wenn der hier auch noch mit reingeht. Wenn es geholfen hat, Daumen da lassen, Kanal abonnieren hilft mir. Und dann sehen wir uns im nächsten Video oder im Livestream auf Twitch. Montags, Mittwochs und Freitags immer um 19 Uhr. Petri.